Wir sind schon fast in der fünften Jahreszeit. Fasching steht vor der Tür und wir suchen noch ein außergewöhnliches Kostüm. Besonders soll es sein und ich habe schon was für dich rausgesucht. Hier dem Stand entsprechend ein echtes Prinzessinnenkostüm. Ich habe mir für dich ein bisschen mehr überlegt. Ja. Eine passende Hose. Sehr charmant, aber auch hier im Partnerlook. Ab ins Kostüm mit uns. Jetzt geht's los. Bei über 12 Premieren im Jahr sammelt sich einiges an Kostümen an. Nicht jedes Stück kann für neue Produktionen wiederverwendet werden, doch Nachhaltigkeit ist der Theaterleitung wichtig. Deshalb veranstaltet das Staatstheater am Gärtnerplatz alljährlich einen großen Kostümverkauf. So auch diesen Samstag ab 10 Uhr. Tatsächlich würde ich mich von manchen Kostümen nicht so gerne trennen, aber die sind dann so auffällig im Design und die würden andere Kostümbildner zum Beispiel nicht wieder auf die Bühne bringen oder sie sind zum Beispiel total sperrig, die nehmen ganz viel Platz weg oder wir haben einfach wirklich einen ganzen Chorsatz davon, das macht einfach dann die Masse aus. Neben Hüten, Masken und Perücken finden sich im Fundus auch echte Raritäten. Wie alt sind diese Kostüme? Wann sind die dann entstanden? Also ich denke mir mal so in den 80er, 90er Jahren, teilweise auch aus den 70er Jahren haben wir noch Sachen dabei. Und wie man sieht, sind die ja wahnsinnig gut erhalten und ihre Zeit wirklich schon voraus. Da die Tickets größtenteils vergriffen sind, informiert das Theater über Instagram über freie Zeitslots zum Stöbern. Im Prinzip kann jeder reinkommen, der Lust hat, sich zu verkleiden. Karnevalfans oder Leute, die gerne auf Motto-Partys gehen oder einfach so. Tageskleidung haben wir ja auch ein paar Sachen, wo man sich zum Beispiel ein schickes Dirndl mal aussuchen kann, von einem alten Rössel oder so. Jeder kann kommen und jeder ist herzlich eingeladen. Also wie man sehen kann, es ist für jede Figur was dabei. Wenn Sie sich auch wie eine Prinzessin fühlen wollen oder ein... Ja, morgen geht's los ab 10 Uhr im Gärtnerplatz Theater.